Du bist der Beste. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Marie ist noch im Bett, deshalb bin ich ein bisschen leiser. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und frühstück was. Und dann muss ich in die Uni. Seid ihr eigentlich die Kaffeefraktion morgens oder die Teefraktion? Also ich brauche immer erstmal so einen Kaffee und dann trinke ich schon auch gern noch einen Tee. Erstmal wurde jetzt der Mr. Carter gefüttert, weil der so rumgemotzt hat, dass er jetzt endlich was bekommen hat. Und jetzt frühstücke ich auch mal was. Bei mir gibt's Tomaten und Käsebrot und Kaffee und Orangensaft. Guten Morgen jetzt auch von mir. Ich sitze am Schreibtisch und versuche jetzt den Vlog zu schneiden. Allerdings spinnt Final Cut mal gerade wieder. Heute wird ein richtiger, richtiger Hardcore-Tag, weil ich mein Video für morgen auf dem Hauptkanal noch vollständig drehen und schneiden muss. Ich habe zwar die Idee, aber auch die Umsetzung ist etwas, nee, nicht schwieriger, aber doch etwas auch zeitaufwendiger, als mit Voice-Over und allem ist. Dann müssen wir außerdem Zeug mit unserem Auto klären und uns einen Bewohnerparkausweis holen und sowas. Und ich muss was für die Uni machen, nämlich eine Präsentation vorbereiten, die wir Mittwoch halten müssen. Ja, deswegen kommt es mir sehr ungelegen, dass jetzt dieses blöde Final Cut nicht funktioniert. Aber gut, muss man eben geduldig sein. Und ab geht's in die Uni. Ciao, Schatz! Da hinten geht die Sonne auf und das ist eins der Uni-Gebäude. Da hat Marie meistens Uni in dem hier. Und hier, das ist die Cafeteria, die kleine von der HDM. Wieder zurück aus der Uni. Ich bin böserweise eine Vorlesung früher gegangen, weil wir jetzt unser Auto anmelden gehen. Das ist bis jetzt noch auf den Vorbesitzer angemeldet und das müssen wir jetzt ummelden und auf uns anmelden. Und einen Parkausweis holen. Stimmt, aber da müssen wir noch aufs Bürgeramt fahren. Das geht nicht am gleichen Ort. Ja, ich weiß. Einiges zu tun. So, wir sind angekommen bei der Kfz-Zulassungsstelle. Jetzt müssen wir erstmal noch die Kennzeichen abmontieren und dann rausfinden, wo wir hin müssen. Da ist so viel Verkehr hier. Und es ist irgendwie 11 oder so. Es war einfach abartig viel Verkehr. Und ich war hier noch nie. Ich weiß nicht mal wirklich, wo wir sind eigentlich. Na, klappt's? Nein. So, es hat alles geklappt. Ey, ich sag's euch, wir saßen halt ewig lang. Ich wollte jetzt nicht an der Zulassungsstelle filmen. Ich weiß nicht, ob man das darf. Wahrscheinlich nicht. Also man muss ja dann eine Nummer ziehen. Und es war gerade Nummer 107 dran. Und wir haben die Nummer 145 gezogen. Hat eine Weile gedauert. Ja, und jetzt haben wir unsere Nummernschilder machen lassen. Wunschkennzeichen gab's nicht. Jetzt haben wir halt was Randomes, ist auch egal. Und jetzt alles rangemacht. Fahren wir wieder zurück. Eigentlich wollten wir ja noch ins Bürgerbüro und den Bewohnerparkausweis machen lassen. Allerdings haben die ja immer nur bis um 1 offen montags. Ui, vielleicht reicht's ja auch noch. Und jetzt ist? 12:15. I doubt it, dass das reicht. Naja, vielleicht reicht's noch. Aber mit dem Verkehr, wir werden ja sehen. Wieder zurück vom Bürgeramt. Das Bürgeramt hatte eigentlich bis 1 offen, aber wir waren um 12:30 da und dann stand da einfach so ein Zettel vor diesem Automat, wo man so die Kärtchen zieht. Ja, heute können wir leider keine mehr empfangen, irgendwie, weil es zu voll ist. Ich dachte, also unfassbar. Das hat eh nur von 8 bis, 12, bis 1 offen, glaube ich. Ja. Und einfach also, dann, wir waren noch pünktlich, aber es hat, die haben trotzdem einen nicht mehr angenommen. Für jeden, schwach. Der halt irgendwie so was anderes noch machen muss, also jetzt zum Beispiel Alex musste ja heute Morgen in die Uni, ich konnte das Auto nicht alleine machen, weil das auf ihn angemeldet wird und so weiter. Und das mussten wir ja zuerst machen, bevor wir uns da diese Bewohnerparkausweis-Plakette-Dingens holen können. Und für jeden, der dann noch irgendwie was machen muss, das ist ja super dumm. Also, naja, egal, müssen wir es morgen machen. Jetzt gibt's auf jeden Fall, wir haben uns gerade beim Lidl was zu essen geholt. Einmal diesen Salat, gleich Maria mit Walnüssen und einmal meinen mit getrockneten Tomaten. Dann haben wir uns noch jeder einen Smoothie gekauft und dann verschwunden wir das jetzt. Ich habe jetzt mein Video gedreht. Es ist jetzt kurz nach 4. Ich bin so kurz davor, eine völlige Panikattacke zu bekommen, weil ich das Video jetzt noch schneiden muss, Voice-Over machen muss und dann, oh Gott, ich muss noch so viele andere Sachen organisieren und dann muss ich auf jeden Fall die Präsentation für die Uni fertig machen, weil ich das morgen nicht mehr machen möchte, weil ich morgen für Nivea drehen muss und schneiden muss und Uni habe bis um 4.
Oh mein Gott. Aber immerhin habe ich eine schöne Lichterkette. Oh, ihr seht sie gar nicht. Ja gut. Es ist ein bisschen zu hell. Tada! Die gab es bei Lidl für 3 Euro inklusive Batterien. Also nicht die mit den Bobbles. Die ist... Ich weiß nicht mehr, woher die ist, aber ich meine diese andere. Die ist so schön hell. Das sieht so schön aus. Das hält meine Stimmung immerhin ein bisschen auf. Klappt alles echt super, wenn man nur eine Hand benutzt. Okay, ich bin jetzt fertig mit Videoschneiden, habe mein Thumbnail gemacht. Ist alles fertig. Ich hatte zwischendurch solche Probleme mit Final Cut. Das abgestürzt und dann war mein komplettes Projekt weg. Ich hatte schon 2 Stunden geschnitten und dann habe ich ein Backup geöffnet und dann haben nur so die letzten 10 Minuten gefehlt. Also zum Glück nicht so schlimm. Aber ich hatte eine kurze halbe Panikattacke, weil ich mir so dachte, das ist nicht wirklich passiert. Es ist 6 Uhr und mein Projekt, an dem ich schon seit 2 Stunden sitze, ist jetzt gerade weg. Ich hasse das neue Update. Ich hasse es einfach aus tiefstem Herzen. Hab vorher aber kein Backup gemacht und kann deswegen jetzt nicht auf die alte Version zurückgreifen. Außerdem brauchen wir es für Vlogzember. Egal. Wir waren bis gerade bei der Post und haben die ganzen Pakete weggebracht. Es waren so unfassbar viele Pakete. Da haben wir uns so blöd angeschaut, wie viele Päckchen wir eigentlich wegbringen. Und vor allem sind es ja nicht so kleine Pakete, sondern so riesige Pakete. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Parkplatz, komm Obi mal wieder, weil wir brauchen noch Klebeband, weil uns ist das Klebeband ausgegangen, beziehungsweise das Paketband, um die ganzen Päckchen zu verpacken, beziehungsweise zu schließen halt. Das kaufe ich jetzt noch schnell, damit wir morgen weitermachen können und dann gehe ich noch schnell zum Aldi, der ist nämlich direkt gegenüber und kaufe da was zum Essen, was wir heute Abend kochen und ja. Dann fahre ich heim. Wieder zurück vom Einkaufen. Ich habe hier Spinat gekauft, Reis, Paprika, Rosenkohl ist das, glaube ich, und Zwiebeln. Chili-Salz-Gewürz, das finde ich mega gut. Das haben wir schon mal gekauft und schmeckt einfach voll gut. Also wenn ihr so ein bisschen scharf mögt, dann ist das genau das Richtige. Und dann noch Kaffeepads. Ich setze mich jetzt auf jeden Fall an die Präsentation für die Uni. Ich werde da morgen wohl oder übel wahrscheinlich noch dran weitermachen müssen. Ich schaue jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Es ist jetzt 7:10, Alex. Der Schatz kocht ja zum Glück. Und ich gucke jetzt einfach, dass ich Gas gebe und so gut wie möglich weit komme. Bei uns gibt es jetzt auf jeden Fall ein Gericht, das kommt aus Nepal. Ein Kumpel hat es mitgebracht, der hat es dort anscheinend immer gegessen und der hat mir das mal gekocht für mich. Ich fand es mega lecker und deshalb versuche ich das jetzt mal nachzukochen. Ich hoffe, es gelingt mir auch. Ich musste gerade meinen Kumpel anrufen, weil ich doch ein bisschen überfordert war mit diesem Blumenkohl. Also er ist nicht Rosenkohl, sondern Blumenkohl. Ich glaube, Rosenkohl sind diese kleinen grünen Dinger. Und ich habe einfach so viele Töpfe. Also hier ist dann der Spinat, hier die Kartoffeln, die nachher zu dem Gemüse kommen. Hier kommen jetzt die roten Linsen rein. Und dann brauche ich noch einen Topf für Reis. Hier geht's ab in den Töpfen. So eine richtige Hexenmeister-Kocherei. Fail, jetzt ist mir gerade der Schöpflöffel aus der Pfanne rausgefallen. Und fertig ist das Essen. Also hier ist nochmal so ein bisschen Joghurt, Spinat. Das sind die roten Linsen, das ist der Reis. Und hier ist das Gemüse mit der Paprika, Blumenkohl und Kartoffeln und Zwiebeln und ganz viel Kurkuma und Curry und verschiedene andere Gewürze noch. Du bist der Beste. Guten Appetit! Guten Appetit! Bin gespannt, wie es schmeckt. Zum Wohl! Wir haben gegessen und jetzt sitzen wir beide hier am Esstisch und machen was. Marie macht was für die Uni. Ich schneide schon den Vlog für morgen, weil ich bin morgen auch den ganzen Tag unterwegs und habe eigentlich keine Zeit. Marie nimmt ihren Laptop mit, schneide ich den Vlog schon mal vor an meinem PC und fertig gemacht mit Intro wird es dann an Marie ihrem PC. Na, wie läuft die Uni? Also die Uni läuft hoffentlich nicht, aber wie läuft deine Arbeit? Rückwärts und bergab. Ja. Nicht gut, oder? Klingt gut, oder? Ich habe keine Lust mehr. Ich bin kein Abendsarbeiter. Aber es sieht richtig schön aus. Ich verkünste mich immer mit solchen Sachen. So sieht es nämlich aus. Marie ist immer nur am Formatieren. Und ich mache immer nur. Marie formatiert jede Folie. Schon die erste Folie wird perfekt durchformatiert, bevor du weitermachst. Du musst das, was Inhalt bolzen. Nicht die dummen Inhalte. Auf jeden Fall beenden wir jetzt den Vlog an dieser Stelle, damit ich den jetzt schnell noch fertig schneiden kann und wir dann auch bald ins Bett gehen können vielleicht. We'll see. Genau. Wir hoffen sehr, dass er euch gefloggt hat, gefallen hat. Entschuldigung. Genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder um 18 Uhr. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich mich verschluckt.